Hallo, ich bin Anne-Kathrin Winkler-Hans. Und mein Name ist Anja Hilmer Struss. Wir gehören hier in der Autostadt zum Team Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie. Nachhaltigkeit ist kein neues Thema. 2003 haben wir mit den Themen Bildung und Vermittlung im Nachhaltigkeitsbereich gestartet. Unsere Bildungsworkshops und Angebote kennt ihr vielleicht schon. Heute stehen wir im Level Green. Das haben wir 2009 als Ausstellung eröffnet und seitdem ständig aktualisiert und weiterentwickelt. Parallel haben wir die Autostadt-Restaurants auf bio, saisonal und regional umgestellt und sind Bioland zertifiziert. Umwelt, Energie, aber auch Artenschutz und Artenvielfalt in der Autostadt sind spätestens seit 2015 ein zentrales Thema und werden seitdem kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Klimaneutrale Autostadt bedeutet für uns, wir dekarbonisieren die Autostadt. Was meint das? Wir vermeiden Treibhausgase, wo es nur geht. Wir reduzieren sie dort, wo sie entstehen. Wenn es keine passenden Angebote oder Lösungen gibt oder das wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kompensieren wir in zertifizierten Klimaschutzprojekten weltweit. Anja, wie machen wir das? Aktuell messen wir unseren CO2-Fußabdruck hier in der Autostadt. Im ersten Schritt gehen wir dazu in alle Bereiche und sammeln Daten. Zum Beispiel gucken wir, wie sind unsere Energieverbräuche, wie viel Strom, wie viel Wasser, wie viel Kälte verbrauchen wir, wo entstehen überhaupt CO2- und Treibhausgasemissionen. Im zweiten Schritt, wenn wir all diese Daten gesammelt haben, dann sichten wir sie und daraus können wir dann absehen, wo entstehen die meisten Treibhausgase. Und wenn wir das haben, dann gehen wir in Schritt 3 genau dahin und mit unseren Kollegen in den Bereichen vor Ort schauen wir dann, wie können wir diese Treibhausgase reduzieren oder auch vermeiden, indem wir CO2-ärmere Alternativen einsetzen oder indem wir schauen, wie wir Projekte anders gestalten können. Wir müssen natürlich immer dabei beachten, was kostet das und ist es für uns in der Realität wirklich umsetzbar. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, CO2, Treibhausgase zu vermeiden, zu reduzieren und dann klimaneutral zu werden. Mit diesem Wissen wollen wir euch unterstützen. Wir haben uns Gedanken gemacht. Was ist ein Thema, was euch interessiert, wo ihr auch konkret etwas bewirken könnt zum Thema Klimaneutralität? Ernährung ist ein zentrales Handlungsfeld für Nachhaltigkeit. Was man isst, wo die Produkte herkommen, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden und am Ende, wie viel Lebensmittelmüll entsteht oder wie viel Verpackungsmüll entsteht. Das sind alles Fragen, mit denen ihr euch sicher schon einmal beschäftigt habt. Der Joghurt auf dem Frühstückstisch, das Stück Schokolade am Nachmittag, abends die Scheibe Wurst auf dem Teller. Das sind alles Produkte, die einen großen CO2-Fußabdruck haben. Wir wollen das nicht verbieten, aber wir wollen euch unterstützen, dass ihr euch Gedanken darüber macht, welche Produkte, welche Ernährungsform machen aus Klimasicht Sinn und was könnt ihr selber tun? Gestaltet euren eigenen Schulkiosk nachhaltig um oder eure Schulkantine. Wie kann ein klimaneutraler Pausensnack aussehen? Macht euch Gedanken dazu. Und wenn ihr dann genügend Ideen und Rezepte gesammelt habt, macht doch für eure Freunde und Familie ein Klimakochbuch daraus, um eben auch andere über dieses Thema zu informieren und dafür zu begeistern. Klimakochbuch. Das ist ein gutes Stichwort. Was könnt ihr selbst produzieren, selbst herstellen und anbieten? Wo könnt ihr vielleicht Transportwege verkürzen, Verpackungen einsparen und, ein ganz wichtiges Thema, Lebensmittelmüll vermeiden oder andere Wege finden, wie ihr mit überschüssigen Lebensmitteln umgeht? Das sind nur einige Ideen, die wir euch mit auf den Weg geben wollen, auf eurer Reise hin zu einer klimaneutralen Ernährung. Wer soll mitmachen? Jeder, jede ab Klasse 5. Alle, die sich für das Thema Ernährung wirklich begeistern können und zu dem Feld Dinge ausarbeiten wollen. Wir unterstützen euch mit Workshops, Beratungen und, soweit es möglich ist, auch hier einem Einsatz in der Kochschule. Schickt uns eure Ideen. Macht mit. Wir freuen uns auf euch.